Okay. Jetzt geht's. Verbindung ist da. Vier. Team Boy. Drei. Mädchen. Ich sag Mädchen. Zwei. Samira Klampfel und Serkan Yavuz erfahren endlich das Geschlecht ihres Babys. Und zwar im Beisein ihrer Bachelor-in-Paradise-Freunde. In der Reality-TV-Show lernen sich die beiden ehemaligen Rosenanwärter kennen. Schnell funkt es zwischen den beiden und nach einigen Ups und Downs gestehen sie sich ihre Liebe. Beim Wiedersehen lassen die zwei dann die Bombe platzen. Serkan und Samira bekommen Nachwuchs. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wissen anfänglich aber weder die Influencerin noch der Regensburger. Doch auch dieses süße Geheimnis wird jetzt gelüftet. Bei einer waschechten Bachelor in Paradise Reunion mit einigen ihrer Co-Stars erfahren die werdenden Eltern das Geschlecht ihres Sprösslings. Aber seht selbst. 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das rosa Konfetti verrät ganz eindeutig, es wird ein kleines Mädchen. Zahlreiche Bachelor-Kollegen wie Lorik Bunyaku, Denise Jessica König und Brian Dwyer freuen sich mit dem Paar und überhäufen es mit Glückwünschen. Serkan und Samira können ihr Glück offenbar kaum fassen. Der werdende Papa ist völlig von den Socken. Stolz zeigt er Einblicke in die rosarote Feier und erklärt: Es ist ein Mädchen, ich hab's von Anfang an gesagt und ich freue mich richtig, wir freuen uns. Geil. Auch seine schwangere Freundin ist super happy, bald eine Mädchenmama zu sein. Ganz emotional richtet sie bereits erste Worte an ihre Tochter. Kleine Prinzessin, Mama und Papa lieben dich jetzt schon unendlich und werden immer alles geben, dass es dir gut geht. Du kannst dich auf uns verlassen. Tatsächlich wissen auch die Turteltauben bis zur Party nicht, ob sie einen Sohn oder ein Töchterchen erwarten. In seinem Podcast Serkan und Samira in Paradise, das Nachspiel, verrät das Duo: Wir haben tatsächlich schon einen Umschlag bekommen, wo es drin steht, aber wissen es selber nicht. Den Umschlag hat die Freundin von Samira. Nun steht aber fest, dass die beiden bald ein kleines Mädchen im Arm halten dürfen. Serkan und Samira sind deswegen überglücklich und freuen sich jetzt umso mehr auf die Geburt ihres Bachelor in Paradise Babys.